Wir beginnen den Part im Tempel des Eispergamenton, denn hier gibt es ein Herz, das uns auch versprochen wurde vom Herztod. KP Max Plus 5. Gut, dann wäre das hier aber auch schon geschafft. Und, ups. Wir machen weiter erstmal in Toad Town, bevor wir nach Bad Elysium gehen. Wow, was ist denn hier los? Willkommen bei Toad Stiefmobilhandel. Du glaubst gar nicht, was unser neuester Bootsmotor alles drauf hat. Er ist doppelt so flott, macht 10-mal so viel Spaß und ist 1 Million Mal explosiver als andere Motoren. Ganz so, wie es dir gefällt, oder? Tja, und für nur 5000 Münzen kann ich ihn dir einbauen. Ja gut, mach mal, auch wenn wir das nicht mehr brauchen. Aber, ja. Ich zähl's einfach mal zu den 100%. Und fertig. Der neue Motor passt, wackelt und hat Luft. Viel Spaß damit. Und immer dran denken, die trockene Seite nach oben. Mario, du hast die Höchstgeschwindigkeit meines Schiffs verdoppelt. Das ist zwar etwas beängstigend, aber auch total aufregend. Ja, hätte ich das mal vorher gemacht, aber naja. Ich gehöre leider zu der Art Spieler, die sowas immer erst kriegt, wenn man es nicht mehr braucht. So. Ein Herz fehlt mir noch. Ja, in der Thunfischdose, ich weiß, danke. Also haben wir ansonsten wohl alle. Ich laufe immer wieder hier hoch, obwohl ich hier gar nicht hoch muss. Ich wollte noch in den Laden hier. Was hast du denn? Aber hier gibt es anscheinend nichts. Das ist alles nicht so interessant für mich. Schade. Das ist ja nur das Kampflabor. Gibt es nicht noch irgendwo Läden? Gibt es irgendwo eine Karte von der ganzen... Anscheinend nicht. Das ist ja auch kein Laden, ne? Das ist eigentlich der einzige Laden. Aber ich meine, es gibt noch einen Laden. Also, ich bin auf der Suche nach allem. Und ich weiß, dass es einen Laden gibt, in dem ich ein Accessoire kaufen kann. Wo? Das Laden? Zubehör. Das klingt gut. Oh ja, das sieht sehr gut aus. Schnipselsauger. Den nehme ich. Zieht Schnipsel aus größerer Entfernung zu dir. Oh ja, das hätte ich auch schon sehr viel früher gebrauchen können. Und Teamwork-Tambourin. Erhöht die Angriffskraft aller Teammitglieder leicht. Leider glaube ich nicht, dass wir noch ein Teammitglied kriegen. Ich meine, wir hatten Bobby, wir hatten den Professor, wir hatten Kamek. Aber jetzt haben wir auch das hier und das ist ja immerhin etwas. Oh, ich kann anscheinend nur 2 Sachen ausrüsten. Gut, Rabattkarte brauche ich gerade nicht, aber den Schritzler will ich immer anhaben. Dann ist es so am besten. Zumindest für den Moment. So, und jetzt geht es nach Bad Elysium. Über die Warpbrücke kam ich jetzt ganz einfach hier hin. Das ist schön. Und hier ist nochmal ein Händler, der vielleicht noch etwas für uns hat. Auf die Hände hätte ich viel mehr achten müssen. Ja, Retro-Effekte. Ändert die Geräusche beim Laufen, Springen und Hämmern. Okay, nice. Das hören wir uns auch gleich mal an. Haha, cool. Oh ja, das ist sehr cool. Das hier sieht ein bisschen hässlich aus mit diesem Toad, aber gut. Ja, das gefällt mir auf jeden Fall. Ich muss allerdings wieder meinen Schrittzähler aktivieren und den Schnipselsauger. Wie viele Schritte haben wir? Ach ja, schon 700, fast 800. Okay, ja, hier fehlen uns ja einige Sachen. Wobei, gar nicht so viele. Aber es fehlt uns was im Quell der frischen Farben und das bedeutet Quiz. Gefällt mir nicht. Und dann in Bowsers Festung. Na gut. Gehen wir erstmal zum Quell der frischen Farben. Das hier nehmen wir auch noch mit. Und ich hoffe, wir schaffen das mit dem Quiz. Oh mein Gott.
Mit der Röhre ist der Weg immerhin nicht weit. Das ist ganz nett. Aber jetzt kommt die Shy Guy Quiz Show. Und diesmal muss ich alles schaffen. Ich muss auch alles schaffen, weil das ein Pokal wert ist. Sei nicht Shy Guy. Witze, Kniffe, Raterei, stütz dich, renn und sei dabei. Sonst bist du ein Birdo-Eye. Bye. Sei nicht Shy Guy. Oder sei nicht Shy Guy. Willkommen zum Quiz. Sie werden lachen, weinen und sich nichts mehr wünschen, als im Publikum statt auf der Bühne zu sein. Ja, ich weiß. Wenn du alle Fragen richtig beantworten kannst, gewinnst du einen Pokal und einen neuen Titel. Ja, danke. Natürlich bekommst du auch die branchenübliche Chance auf das Alles-oder-Nichts-Quiz, solange du nur die 100-Punkte-Marke erreichst. Wir machen mit, aber... Ich muss jetzt jede Frage perfekt beantworten. Leute, ihr habt gesehen, wie ich verkackt habe. Wie schaffe ich das? Na gut, wir schauen uns das einfach mal an. Aber ich denke, hier werde ich sehr, sehr viel schneiden müssen. Okay, Rechnerpool, Stufe 2. Das war nicht schwer. Das habe ich auch das erste Mal geschafft. Eins. Zwei. Eins. Ich meine, man kann es sogar noch sehen. Drei. Zwei. Fünf. Acht. Sieben. Neun. Sieben. Zehn. Neun. Zehn. 9, 13, 14, ja, 14. Das Fiese kommt ja erst jetzt. Wenn es denn kommt, ja. Also ich brauche eine 14. Oh, das ist zu viel. Machen wir 16. Ich habe nur 2. Hallo? Was ist das denn jetzt? 14. Das will ich haben. Wie, das ist falsch. Das darf nicht so anfangen. Ist richtig. Nice. So, geht's mal weiter hier? Auf los geht's los, ja, schön. Oh, Ringelbild. Aber ich habe da schon gesehen, wie man das am besten machen kann. Ja, dreimal geschoben. Mehr muss ich nicht wissen. Hier muss mehrmals geschoben werden. Und hier. So, jetzt muss ich das nur noch richtig drehen. Hier muss er falsch. Oder? Ja, das hatte ich gerade nicht richtig. Jetzt aber schnell. Moment mal.
Jetzt verkacke ich hierbei, oder was? Das hätte nicht sein müssen. Oh mein Gott. Ja, falsch. Aber das war jetzt meine eigene Schuld. Ich habe einmal nicht aufgepasst. Alles oder nichts, haben wir verkackt. 100 Punkte kann ich mir noch holen. Das ist ja auch für das Schatzmini wichtig. Aber nö. Dann fange ich von vorne an. Schade. So, wir fangen von vorne an. Das Schlimmste ist einfach, sich nochmal das ganze Gelaber von dem Typen anzuhören. Okay, Ringelbild Stufe C, Stufe 1. Das kriege ich hin. Prägt dir dieses Bild gut ein. Nach dem Countdown werden wir dieses wunderschöne Stück bis zur Unerkenntlichkeit verunstalten. Ja, aber das ist einfach. Ich achte einfach auf den Spike. Ich finde, der ist am einfachsten zu erkennen, weil der nicht so bunt ist. So, und jetzt von innen nach außen. Hier wurde ja auch nichts geschoben. Huch. Ja, 10 Punkte. Aber ist egal, wir brauchen 12 Fragen, richtig. Und ich finde, das ist schon ein bisschen übertrieben, aber okay, Entwickler, wenn ihr meint. Dann quäle ich mich jetzt hier und werde eine Aufnahme von 3 Stunden oder so machen. Naja. Auf los geht's los. Was kommt jetzt? Such die Ninjis. Okay. Das ist ja nur einer, das ist einfach. Das ist der hier. Ich finde, Such die Ninjis ist, glaube ich, das Schwierigste. Ringelbild werde ich hinkriegen. Und den Rest wahrscheinlich auch, aber das hier. Ich meine, wenn es einer ist, okay. Wenn es zwei sind, ist es schon schwierig. Aber wir sind jetzt schon weiter als das gerade, als wir das nochmal gemacht haben. So. Auf los geht's, los. Ach, die Anspannung wird natürlich auch immer größer. Rechnerpool, mhm. Das ist einfach, also wirklich. Nur das Rechnen am Ende ist schwer. Oh Mann. 1, 2, 5, 8, 7, 9, 7, 10, 9, 13. Ist das immer 14? Ist ja auch ein bisschen komisch. Aber okay. Es dauert mal wieder ein bisschen länger. Okay. Ja, dann versuche ich hier mal irgendwie eine 14 reinzulegen. Das Plus brauche ich. 11 plus 3 sind 14. Perfekt.
Die Punkte sind mir egal, ich muss eh jede Frage beantworten. Was heißt Frage? Das sind demütigende Aufgaben. Auf los geht's los. Okay, das wird schwierig. Ah, das ist genau noch sehr blöd. Na gut, ich kann jetzt nicht reden, ich muss mich konzentrieren. Ich weiß es nicht genau. Ich glaube, der obere auf 12 Uhr und der auf 9 Uhr. Ich weiß es nicht. Ja, ja, oh gut. Ja, aber was heißt das schon? Wenn die schwierigen Sachen kommen, dann ist eh alles vorbei. Das ist wirklich Folter. Ah. Oh, nein. Ringelbild Stufe 5. Okay, aber auch hier habe ich den Trick. Man muss auf den Turm achten. Der Turm, der muss waagerecht nach oben gehen. Wenn man den gelegt hat, kann man sich dann daran orientieren. Ja. Ist jetzt schon schlecht. Also. Das mache ich zuerst. So. Fertig. Ja, das war gar nicht schwer. Dann haben wir zumindest die 100 Punkte zusammen und können uns das Schatzmini abholen. Beziehungsweise, nein, wir müssen ja dann noch das Alles-oder-Nichts-Biss machen. Oder was war's? Ich habe keine Ahnung, was hier was ist. Aber wir haben auf jeden Fall 100 Punkte und können damit in dieses eine Quiz gehen. Ja, Alles-oder-Nichts-Quiz. Nee, aber ich will doch erst die anderen Sachen machen. Perfektionisten. Das will ich zuerst machen. Nur noch 7 weitere, ja, nur noch. Das sind ja nur 3 Stufe 3 Sachen. Schergensprint, okay. Ich mache mir hier Notizen. Da habe ich gar keinen Skrupel vor. Ich werde hier gefoltert, ich darf nicht wehren. Wir haben oben einen Shy Guy. Dann kommt ein Sniffit. Shy, Sniff. Dann haben wir einen Cooper. Und dann einen Goomba. So. Jetzt muss ich jetzt eigentlich nur markieren, wer wann reinkommt und dann habe ich das. Das wird mir sogar am Ende nochmal angezeigt, also das ist nicht so schlimm. Geschafft. Oh, der Abscheigeil. Okay, Scheigeil ist 1. Scheigeil ist 2. Unten war die 3 und dann ist
Da die. Okay. Gut. Dann kriege ich das hin. Ich muss das jetzt genau so einsortieren, okay. Also Shy Guy auf die 1. Dann Cooper auf die 2. Dann kann schon mal Sniffet auf die 4 tun. Und Kumba auf die 3. Richtig? Ich glaube ja. So habe ich es mir zumindest notiert. Oh mein Gott. Ich hasse dieses Spiel. Yes. Richtig. Juhu. Prächtig. Mhm. Oh mein Gott. Ich würde eigentlich ganz gerne mal die letzten, die schwierigen Sachen machen, damit ich weiß, ob es vorbei ist oder nicht. Okay, das ist jetzt sehr einfach. Auf die Plätze, fertig, los. 1. 2. 4. 3. 5. 6. 7. 6. 9. 8. 11. 10. 12. 13. Fand ich jetzt auch nicht einfacher als von Stufe 2, aber okay. 13 sind 13. So, ob ich eine 3 da unten, ja, das passt ja sofort. 10 plus 3 sind 13. Vielleicht ist ja das Legen einfacher, weil das Zählen an sich war nicht einfacher in der Quelle. Es war genauso. Okay. Ich will gar nicht wissen, wie es weitergeht. Ich meine, 7 von 12 sieht gut aus. Will ich das jetzt irgendwie ruinieren? Nee, aber ich muss. Dieses Spiel ist echt Krebs. Ich will nicht. Ich will nicht weitermachen. Na gut, machen wir weiter. Los geht's los. Oh mein Gott, das ist das Ende. Na gut, ich achte jetzt natürlich auf Goomba und auf Shy Guy. Aus den Augen verloren. Okay, ich glaube, ich weiß, wo sie sind, aber ich bin mir nicht sicher. Ich muss jetzt nur darauf achten, dass ich nicht die beiden reinlege, sondern eben die anderen. Entweder stimmt oder stimmt nicht. Thank you.
Ich lag ganz gewaltig daneben. Jo, ich hatte einen falsch. Alles klar. Ja gut, dann haben wir das hier nicht geschafft. Schade. Aber jetzt kommt noch das Alles-oder-Nichts-Quiz. Was ist das denn? Achso, und sonst gibt's Game Over. Alles klar. Alles oder nichts. Also gut, dann los. Ein Lied? Wir haben einen bestimmten Teil des Liedtexts durch ein Fragezeichen ersetzt. Oh nö. Du musst also zuerst einmal merken, welches Wort denn fehlt. Und dann... Dann dirigierst du deine reizende Assistentin Olivia zum Knopf mit dem korrekten Buchstaben. Ganz genau, dich. Mario wird dir einen Pfad aus Pfeilen bahnen, der dich hoffentlich zum Knopf der richtigen Antwort führen wird. Doch Vorsicht, drückst du den falschen Knopf, dann geht hier jemand in die Luft, verstehst? Dann heißt es Game Over. Na klar. Aber schöner Xbox-Controller hier auf dem Feld. Oh je, Mario, ob wir das wohl überstehen? Naja, ich schon. Ich stecke ja nicht in einer Kanone. Aber du? Möge das Spielchen beginnen. Musik ab, jetzt geht's los. Ah, cool. Leise, leise, Schlag um Schlag, rudern wir Tag um Tag. Fahren zu zweit durch Lust und Verdruss. Bis unsere Fahrt einst enden muss. Trag mich durchs Leben, mein Freund, guter alter Fluss. Enten muss. Entenmus. Leite Olivia mit Hilfe der Pfeile zum Kreis vor deiner Wahl. A, B, C oder D. Und wo ist. Achso, da oben. A. Okay. Das ist mir ein bisschen zu einfach. Bis unsere Fahrt Gänsefuß, Händekuss, Sendeschluss. Ja, es kann aber nur. Es kann nur das eine sein. Oh, bitte, Olivia, mach keinen Scheiß. Enden muss. Ich drück den Knopf jetzt, Mario. Oh je, hoffentlich liegst du richtig. Sonst habe ich noch ein Leben auf dem Gewissen mit einer Explosion. Oh. Okay, das war einfach. Herzlichen Glückwunsch, du hast das Alles-oder-Nichts-Quiz gemeistert. Das ist alles? Hier ist dein Hauptgewinn. Alles-oder-Nichts-Kanone. Ja, dann haben wir die jetzt immerhin. Wieso versuchst du dich beim nächsten Mal nicht einfach am Perfektionisten-Quiz? Hahaha, lustig. Blödkopf, ich reiß dir gleich die Maske vom Kopf. Folter, reinste Folter. Besuchen Sie Bad Elysium. Ja, nee, danke. Oh, jetzt darf ich das nochmal machen. Vor allem, darf ich da jetzt nochmal hingehen, oder was? Immerhin haben wir die Schatzminis. Thank you.
Okay, ich glaube, ich kann jetzt wieder kommentieren. Eigentlich hätte ich vor, das hier alles nachzukommentieren. Aber ich habe jetzt im Grunde alles geschafft, bis auf Schergensprint. Jetzt gerade habe ich noch Such die Ninja Stufe 3 geschafft. Jetzt kommt wirklich nur noch Schergensprint. Ich weiß nicht, warum das so ausgesucht wurde, aber okay. Ich bin mir sehr sicher, dass ich das jetzt schaffen werde, weil Schergensprint einfach ist. Zumal ich mir auch Notizen mache. Das nehme ich mir nicht. Okay, Stufe 1. Da muss man nur den ersten Platz wissen. Also, wir haben hier Koopa, Goomba, Shy Guy und Ninji. Ist das wirklich ein Shy Guy? Ja, es ist ein Shy Guy. Und dann würde ich sagen, legen wir los. Koopa, Goomba, Shy Guy, Ninji. Ah, ich bin so froh, wenn ich das geschafft habe. Das ist, glaube ich, mein fünfter Versuch. Also der dritte. Nachdem wir das alles oder nichts gemacht haben. Und das ist schon ziemlich nervig. Ninji, Koopa, Shy Guy, Goomba. Okay. Ich muss nur den ersten Platz wissen. Das ist also Ninji. Mhm, okay. Wenn das nicht stimmt, weine ich. Ich werde einfach weinen. Ich meine, man hört es ja auch in meiner Stimme. Ich bin nicht mehr so glücklich. Jetzt gerade schon, weil ich einfach über mich selbst lache. Aber ich bin hier schon am Verzweifeln. Das ist ganz sicher so. Also zwei Fragen noch. Oder zwei Runden. Oder zwei Aufgaben. Was auch immer, wie man es auch nennen möchte. Fragen sind es ja nicht. Wobei doch, es sind auch am Ende Fragen. Aber naja. Stufe 2, okay. Ninji. Shy Guy. Sniffit. Goomba. Ich darf jetzt hier nicht zwischen Shy Guy und Sniffit durcheinander kommen. Ich muss natürlich am Ende noch richtig legen, das ist die größte Gefahr. So, Ninji cheatet. Shy Guy auch. Nein, Sniffit war's. Eins, zwei, drei, vier. Okay, Ninji ist erster, Sniffit ist zweiter. Ich glaube, ich brauche den zweiten. Aber ist ja immer so. Ja. Okay, Sniffit liegt auch ganz gut dafür. Oh Gott. Ich bin schon sehr angespannt, auch wenn ich sagen musste, ich bin ganz froh, dass jetzt das letzte Schergensprint kommt, weil ich weiß, dass ich das relativ sicher machen kann. Aber ich bin trotzdem jedes Mal angespannt, wenn Mario springt.
So, letzte Runde. Wen haben wir denn heute als... Okay, Ninji schon wieder? Dann haben wir Goomba. Das sind, glaube ich, immer die gleichen. Manchmal ist auch Koopa dabei, aber sonst... Sniffit. Und Shy Guy. Okay. Scheigeil liegt los, okay. Aber Ninji kann eben Teleport. Als ob. 1, 2, 3, 4. Okay, ich hab's noch hingeschrieben. Slipit war erster, Ninji war zweiter, Goomba war dritter, Scheigeil war vierter. Wenn es nicht so war, könnte ich jetzt Facepalm und ich weinen hinterher. Okay, so, Sniffit als erstes. Ganz ruhig. Oh mein Gott. Sniffit. Dann Ninji. Das ist einfach. Ninji ist nämlich schon auf der zweiten Position. Dann Goomba. Das ist nicht so einfach, weil ich Goomba zweimal schieben muss. Eigentlich sogar dreimal. Oh mein Gott. Ist Goomba denn dritter? Ja, Goomba ist dritter. Oh, jetzt sind da alle auf einer Stelle. Das mag ich auch nicht. Wenn das jetzt nicht richtig ist, werde ich... Ja, ich werde weinen. Sie haben es geschafft. Okay, wenn es richtig ist, meine ich auch. Yes. Oh, verdient. Verdient. Weißt du eigentlich, was du da gerade angestellt hast? Du hast das Perfektionisten-Quiz gemeistert. Allerherzlichsten Glückwunsch. Ja, ich glaube nicht, dass du wirklich zufrieden damit bist. Du wolltest mich scheitern sehen. Aber ehe du gleich losfeierst, ein echter Gewinner ist nur, wer auch das Alles-oder-Nix-Quiz gewinnt. Wir alle wissen, was auf dem Spielchen steht. Nur noch eine einzige Frage trennt dich vom heiß begehrten Titel des Quizwunders. Euer Ernst? Wirklich? Ich meine, okay, das war jetzt nicht so schwer. Ich hab das auch nochmal gemacht, da kam das Lied von Meister Edelwuchs. Aber... Oh mein Gott. Welches Lied kommt? Oh nein, das kenne ich nicht. Hier kommt der Tempelbeat, los, mach mit. Zeigt mir die Partyschritte. Oh König, du, hör mir zu, du musst uns helfen, bitte. Zeig dich mir, bis ich hier nicht mehr. Hörst du mich, spürst du mich, mein Herz ist nicht von Pappe. Oh nein, das ist das schwerste Lied. Das darf nicht wahr sein. Im Dunkeln tappe. Es muss im Dunkeln tappen sein. Oh mein Gott. Ey, wenn ich jetzt hier anschalte. Im Dunkeln tappe. Oh mein Gott. Welch ein Tausendster sein. Du hast beide Quizze gemeistert. Sowohl das für Perfektionisten als auch das Alles oder Nixen. Quizwunder Mario. Yay. Als interoffiziellen Beweis für deine Leistung werden wir dir deinen Quizwunderpokal an das Myko-Museum in Toadtown versenden. Beinahe hätte ich vergessen, doch hier ist deine Belohnung für deine tapferen Bestrebungen im Alles-oder-Nix-Quiz. Ja, es gibt 3000 Münzen, zumindest das letzte Mal. Ja, diesmal auch wieder. Okay.
Okay, ja, dann haben wir es geschafft. Oh. Shy Guy, halt die Maske, ich will einfach nur gehen. Ich will hier einfach nur raus. Oh. Das war Stress pur. Das war Stress pur, Leute, ich sag's euch. Okay. Dann werden wir jetzt noch mal ganz kurz... Ja, ich kann meinen Pokal abholen, ich weiß. Danke. Freue mich schon drauf. Wir werden jetzt ganz kurz noch mal in den Herbstwald gehen, unsere Dose öffnen. Und danach... in den Flüsterwald das mit der Muschel erledigen. Dann sollten wir jedes Gebiet abgeschlossen haben. Bis auf das in Bowser Schloss. Wir sollten dann auch alle Herzen haben, die wir kriegen können. Bis hierhin. Vielleicht auch bis insgesamt. Und ja, da muss ich noch ein paar andere Trophäen holen. Da gibt es noch einige sehr schwierige, sehr fiese Sachen. Aber das kommt sicherlich nicht heute. Und ich glaube, wir machen im nächsten Part auch erstmal mit der Story weiter. Weil diese Pokale, oh, die kosten mich echt ganz schön viel Kraft. Naja, mal gucken. Jetzt erstmal in den Herbstwald zur Dosenparty. Wo kommen wir hier raus? Ah ja, okay. Oh, Moment. Ja, mein Billet. Hier hast du mein Promi-Billet. Hier können wir uns ja auch noch ein Item abholen. Und zwar den Blütenbeutel. Was macht der denn? Blütenbeutel. Verwandelt deine Schnipsel in zarte Kirschblütenblätter. Hä? Und was bringt das? Das sieht halt schön aus, oder wie? Oh nein, meinetwegen. Ich bleib bei dem, was ich kenne. Seit diesem Part aber auch erst. Oh Mann. Ist egal. Achso, hier ist nicht der Ausgang. Das passiert mir auch immer bei den ganzen Corona-Markierungen im Supermarkt und so, dass ich immer falsch stehe und dann manchmal Ärger kriege. Naja. Zur Herbsttür, bitte. Ja, der Arm muss jetzt erstmal hier flussaufwärts paddeln. Das ist natürlich auch nicht so nett. So, ja, hier sind schon einige Dosen. Die Dosenparty, wo war die nochmal genau? Das ist auch lange her, dass wir hier waren. Ich glaube, die war hier unten in der Ecke. Ja, nice. Oh Mann. Okay. KP Max plus 5. Dann haben wir jetzt 200 KP. Ich denke, das ist der Maximalwert. Ich glaube, deine KP haben sich schon wieder erhöht, Mario. Und stärker wirst du obendrein. Sehr schön. So, da sind wir am Grillplatz. Und können endlich unsere Backtracking-Serie abschließen. Ach so. Dann grillen wir jetzt mal die Muschel. Ein nackter Toad mal wieder.
Ich mag eine heiße Perle sein, aber diese Hitze perlt selbst von mir nicht so einfach ab. Ach, was erzähle ich denn da? Jedenfalls danke, dass du mich befreit hast. Ach, du bist's, Mario. Hast du mich gerettet? Dankeschön, du bist toll. Ich betreue diesen Grillplatz. Bin gerade von einem Ausflug aufs Meer zurückgekehrt, um exotische Grillsoßenzutaten zu finden. Und Urlaubsspaß in allen Ehren, aber daheim am eigenen Grill ist es doch am schönsten. Mhm, das stimmt wohl. So, alle Toads gerettet, aber halt. Denn er ist der Aufseher, das heißt... Mein Toad ist zwar wieder zurück, aber anscheinend gelten nun andere Kleidervorschriften. Ist egal, Hauptsache ich komme rein. Denn hier... ist ein Schatzmini von Gevatter Stumpfenstrunk. Kennst du diesen riesengroßen Baum? Gleich hier vorne im Flüsterforst? Wenn der Wind weht, ist mir fast, als würde er... naja, singen. Der größte Baum, den wir jemals gefällt haben. Und das war's wert. Jetzt haben wir mehr Feuerholz, als wir jemals brauchen werden. Ihr Mörder. Aber ist okay. Ist okay. Ich beschwere mich nicht. Ich bin glücklich, denn wir haben jetzt alles geschafft. Bis auf Toadtown. Das dauert halt noch ein bisschen, weil wir da ja anscheinend noch einen Boss besiegen müssen. Und Bowsers Festung. Da gehen wir im nächsten Part weiter. Ich bin gespannt, Leute. Ich bin ganz zufrieden mit dem, was wir jetzt erreicht haben. Auch wenn es wirklich sehr hart war. Das Quiz, oh mein Gott. Aber okay. Geschafft ist geschafft. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin, nur das Beste.